Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ja schon gesagt, wir wollen ja eine Saatmaschine hier verkaufen. Und ja, ich mache die gerade mal schnell noch ein bisschen sauber, weil so dreckig würde ich die jetzt auch nicht hinbringen zum Händler. Und ja, gucken, was wir bekommen für den Preis. Ich glaube, so 30.000, glaube ich, hat die gekostet. Und ja, wir haben jetzt hier die große Amazon und einen haben wir ja noch behalten. Eine Saatmaschine von den kleinen jetzt hier. Also ja, da brauchen wir auf jeden Fall keine zwei. So, können wir den Träger auch mal gleich nochmal ein bisschen sauber machen. Der ist zwar eigentlich schon sauber. Ja. Gut, ich würde sagen, wir starten und fahren erstmal zum Händler. Und ja, verklopfen die Saatmaschine jetzt. Weil wie gesagt, wir haben jetzt hier die große Amazon. Saatmaschine, also da, ja, das ist wirklich die allerbeste. Also ich weiß nicht, in jedem Spiel, was ich spiele, nehme ich immer gerne die, weil die einfach effektiv ist, die düngt gleich und hat eine gute Arbeitsbreite. Ja, kostet zwar ein bisschen viel, 229 oder 222.000 hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Ja, so in der Dreh, glaube ich, irgendwas war's. Aber sehr, sehr effektiv und nützlich. Ganz einfach. Eine breite Arbeitsbreite auf jeden Fall. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken, ey. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ja, wie verticken wir denn die jetzt hier? Wo muss ich die denn reinfahren? Hier? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal die schnellere Variante. ja, wenn es hier auch mal geht. Irgendwie ruckelt das hier alles so ein bisschen. Aber okay. Ja, das war's. T-Menü. Ja, wir müssen hier rein. So, gehen einfach schnell in die Garage. Und sagen gleich Tschüss, Koski. Und Tschüss, weg. So, damit haben wir jetzt nur noch eine. Wie gesagt, hier die Amazon. Nein, die wollen wir nicht verkaufen. Oh. 167.964 nur noch wert. Was ist da los? Was kostet das? 224.000. Wir haben die noch nicht einmal benutzt. Die steht einfach nur auf dem Hof. Komisch, ne? Ja, wie im echten Leben. Man geht beim Autohändler. Oh, jetzt habe ich die verkehrte verkauft. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir die halt wieder mit. Ja, also so soll es eigentlich nun nicht sein. Oder verkaufen wir jetzt einfach auch? Nee, ich glaube, die behalten wir. Gut, dann haben wir eben halt eben jetzt die Verkehrte verkauft. Aber das war jetzt eigentlich nicht so der Grund, warum ich jetzt eigentlich hier noch her wollte. Ja, egal. Ja, ist ja wie beim Autohändler. Man geht da hin, kauft sich da ein Auto, was ich, für 20.000 Euro. Ja, man steigt in das Auto ein, fährt einfach nur vorm Hof. Schon gleich 5.000 Euro weniger. Ja, das ist die Marktwirtschaft
In Deutschland, ne? Würde ich mal so sagen. Also, das ist wirklich kurios, was hier eigentlich momentan so auch allgemein so abgeht in Deutschland. Ja, deswegen vermeidet man eigentlich schon so neue Autos, also ja, es einfach nichts mehr bringt. Man kauft sich ein Auto für 20.000, fährt wieder raus aus dem Hof dort von Händler und schon gleich 5.000 Euro weniger. Kann es ja wohl nicht sein, ne? Man hat es hier erst gekauft für vor 5 Minuten. Wo ist da der Wert? Ja. So viel dazu. Gut, das war so ein bisschen jetzt hier eine Lernnummer. Ja, soll auch passieren. Macht nichts. Gut. Was ich natürlich heute machen wollte, ist als allererstes, wir kaufen uns Kühe. Wir fangen jetzt an und kaufen uns langsam Kühe. Ja, wir werden erstmal noch nicht so viele kaufen. Erstmal, weiß ich nicht, so 20 Stück oder vielleicht. Soweit wie unseres Budget hier reicht. Wir schauen mal. So, ja, was nehmen wir denn für welche? Die finde ich eigentlich auch immer ganz cool hier. Nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die sind, weiß ich nicht. Ich kann mich mit diesen Kühen leider nicht so richtig anfreunden. Also ich finde die, keine Ahnung. Kein deutsches Produkt. Und ja, weiß ich nicht. Gefällt mir einfach nicht. Hier genauso die Kuh im Black, also schwarz. Ja, nee. Nehmen wir mal hier noch so ein paar braune. 5 Stück, da haben wir so ungefähr 20. 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigen das. Und los geht's hier. Tja. Das sehen wir so. Hier auch schon rumflitzen. Und ja, sie brauchen natürlich auch erstmal, ja, hier können wir auch noch ein paar Kälber züchten. Alles holen wir uns dann später mal. Ja, die brauchen erstmal natürlich hier Stroh. Stroh haben wir ja zum Glück schon gemacht. Also soll das ja kein Problem sein. Ich muss nochmal schnell gucken, welchen Anhänger wieder nehmen. Ich glaube, bei 20 Kühen brauchen wir jetzt hier nicht alle voll donnern. Ach, steigen wir hier ein. Ich glaube, da reicht ja hier der Kleine schon. Oder auch nicht, weiß es nicht. Bei 20 Kühe sind jetzt nicht gerade viel. Ja, steht natürlich der Hänger hier perfekt. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Was für eine Vorbereitung hier. Rigo, Rigo, Mensch. Aber hier können wir, glaube ich, durch. Ja, so ein Stückchen. Sollte, ja, passt. So, ich glaube auch so viel brauchen wir auch gar nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen jetzt echt mal gucken. So, dann geht es natürlich auch los dann. Wir brauchen Mischration, wir brauchen Wasser, dies und das. Also müssen dann auf jeden Fall hier alles ein bisschen weiter vorbereiten. Na. So jetzt nicht.
Es wird auf jeden Fall mehr Arbeit geben. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. So, dann müssen wir erstmal hier die. Ach nee. Das Tor ist schon auf. Ich dachte, das müssen wir noch aufmachen. So, dann laden wir einfach mal die ganze Sache hier ab. Müssen wir aber vorne das Tor aufmachen, damit wir wieder ordentlich geschmeidig rausfahren können. Oh, geht doch so ein ganzes Ding drauf. Okay. Gucken wir mal. Oh, 8000 Liter gerade mal drinne. Und sind nicht mal voll. Gut, okay. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ah, hier steht noch unseres altes Projektes, habe ich leider auch noch nicht gemacht. Ja, sorry, das wollte ich schon längst einräumen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch einmal voll. Insofern das jetzt auch hier funktioniert. Ah, wir bleiben hier hängen. Ja. Nicht ganz perfekt, aber es funktioniert. Gut, das soll auf jeden Fall reichen. So, wie gesagt, also wir haben ja die ganzen, wir haben ja die Amazonen, die wir uns jetzt neu gekauft haben, ja, noch gar nicht ausprobiert. Unsere Felder sind eigentlich alle fertig, die sind eigentlich erntereif. Also da wird es wieder mal Zeit, dass wir wieder ordentlich zuschlagen und uns um unsere Felder kümmern. Hier brauchen wir immer noch mehr. Ja, da geht noch einiges rein. Ja, da ist noch ein bisschen was drin. Ist okay. Macht nichts. Ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal bei der alten Version, dass der Hänger nicht richtig leer war. Ich glaube, irgendwas war da schon mal. So, wir kuschen uns jetzt hier nochmal hier vorbei. So, dann haben wir natürlich auch in der letzten Folge die Bäckerei, also das heißt die Backstube, so ein bisschen gefüttert. Fahren da jetzt mal schnell hin und ja, schauen da auch mal gleich vorbei. So, Schluss jetzt hier mit Krach. Ja, wir haben einen Haufen Feiglinge, also eben war schon mal alles voll gewesen und ja, langsam geht uns der Hefe hier aus, der Backhefe, den müssen wir uns wiederholen. Und Leute, hier, guckt, die erste Kiste Brot ist fertig. Ich habe auch schon die ganze Zeit so immer Brot hier reingeschmissen, bloß wurde das irgendwie immer nicht mehr. Ab einer gewissen Anzahl, habe ich so festgestellt, werden die natürlich auch mehr. Also, das ist ein bisschen komisch, nicht so ein bisschen Realität, so ein bisschen unrealistisch, aber ja. Es ist ein Spiel und ja, wir wollen da hier Fun haben, dass man da hier nicht so alles hier ganz genau hat, ist ja wohl klar. Aber ihr seht, Brot reingetan, schon ist ein zweites drinne. Ja, hier Teiglinge. Produktion ist auch gut am Laufen. Bin ich nur mal gespannt, was hier dann am Ende dann
wirklich für einen Wert haben, für welchen Verkaufswert, die dann am Ende weggehen. Ja, 3000 Euro, 3600 Euro Einnahmen, das müssten ja dann unsere Eier gewesen sein. Stimmt jetzt, um 19 Uhr ist ja der Hofladen auf. Schon, da würde ich sagen, nehmen wir uns doch mal so eine Kiste und packen die mal hier rein. 1066. Okay. Ja, 1066 ist so ein bisschen Brot. Das ist schon ganz gut. Hätte ich es nicht so gedacht. Ich dachte ein bisschen weniger oder, naja, gut, ein bisschen mehr schon, aber 1066. Gut, da wissen wir ja so ungefähr, wie jetzt gerade so der Preis ist in unseren Hofladen. Und ja, aber das kann man so nebenbei machen. Also das ist hier wirklich eine Sache, die hier schnell gemacht ist. Und ja, warum nicht? 1066 Euro zu verdienen, ja, schnell für so ein bisschen Brot backen. Ja, das läuft. Das ist gut so. Gut. Also ich werde mich auf jeden Fall noch um unsere Kühe kümmern, die wir jetzt gekauft haben. Wir haben jetzt 20 Kühe. Ja, die brauchen natürlich Mischfutter und so weiter und so fort. Wasser, alles Mögliche. Das werde ich auch auf jeden Fall in der nächsten Folge euch zeigen. Also bleibt wieder mit dabei und bleibt mir treu. Abonniert meinen Kanal und lasst doch auch mal gerne ein Däumchen da. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.